So, willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein kleines Unboxing. Ich habe schon gesagt, ich habe 3 Pakete noch zum Geburtstag bekommen. Die konnte ich noch nicht auspacken. Das packe ich jetzt aus. Was ist heute eigentlich? Donnerstag? Ihr werdet die wahrscheinlich dann am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sehen. Nochmal mit einer Woche Verzögerung. Das zweite Paket, was ich jetzt hier habe, ist von der Jennifer Brohn. Jetzt muss ich mal hier hinterreichen. Da sitzt der Adi, ich merke schon was Fälliges. Das ist auf jeden Fall schwer. Das kommt von der Jennifer Brohn. Das habe ich schon gesagt. Das ist auch gelb. Und das müssen wir jetzt auch aufmachen. Und der Adi sitzt hier neben mir, aber weil ich gerade die Klospülung betätigt habe, ist er jetzt erstmal wieder in seiner Welt. Das findet er nämlich faszinierend, wenn der Spülkasten da immer geht und dann das Wasser wieder im Spülkasten sich erneuert und da reinfließt, da wittert er die Gefahr, da will er immer gleich dagegen boxen und denkt, er kann da irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen, jeder, der schon mal bei mir war, hat gesehen, dass auf meinem Spülkasten ein Holzbrett liegt, damit der Taster nicht frei ist, weil der Adi auf die Idee kam, den ganzen Tag im Bad zu sitzen und immer so den Taster reinzudrücken von der Klospülung, weil er das so schön findet, wenn das Wasser dann rumrauscht und abläuft und er wieder drücken kann und drücken kann und drücken kann. So, und damit er da nicht mehr drauf drückt, habe ich eben ein Brett drüber gelegt, damit Ruhe ist. Wir fangen jetzt hier an, wir packen das jetzt alles hier aus. Da ist auf jeden Fall viel Papier oben. Oh, Entschuldigung. Adi, Schatz, was machst du denn? Jetzt habe ich die feuchte Nase abgekriegt. Die feuchte Nase. Adi, da ist auch was für dich drin, das sehe ich schon direkt am Anfang. Du kannst gerne hier hochkommen, wenn du möchtest. Sieh mal, was hier oben rein wäre. Du sitzt so dick und breiig in der Ecke. Seht ihr das? Einen weißen Bauch. So, ach egal. Ist ja nur Papier. Brauchen wir ja nicht. Ich sehe erstmal hier am Rand eine Wild Crocodile Smooth Berry Limonade. Wild Crocodile Smooth Berry. Mit Cranberry Limettengeschmack. Das ist sogar noch gemischt. Die Marke kenne ich nicht. Wild Crocodile habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht getestet. Wäre wieder was für Ramses Kitchen. Cranberry Limette. Cranberry ist eigentlich gar nicht mein Geschmack. Limette ist auch immer so. Aha. Und jetzt beides zusammen. Naja, mal gucken. Vielleicht kann das ja was, wenn du beides zusammen nimmst. Dann hast du hier Felix Crispies mit Lachs- und Forellengeschmack. Für einen Adi, Schatz. Guck, das ist für einen Adi. Das tun wir mal hier oben rein, weil er ist ja eh nicht da oben drin. Dann haben wir Knabbermix. Leckerlis Strandspaß mit Lachs, Seelachs und Forellengeschmack. Dann haben wir Knabbermix von Felix. Grillspaß mit Rind, Huhn und Lachsgeschmack. Das zweite haben wir gar nicht gezeigt. Normalerweise müssen wir mal den Strandspaß müssen wir wieder wegnehmen. Das ist der Strandspaß, genau. Jetzt hast du gleich gar keine Packung mehr. Nicht, dass du da anfängst, die zu zerbeißen. Dann haben wir hier Felix Playtubes. Playtubes sagt mir auch nichts. Auch noch nie gesehen. Wir haben Naturally Delicious Number One Zutat Huhn Poulette. Auch wieder für die Katz, ne? Die jetzt mittlerweile angekommen ist und im Waschbecken hängt. Wir haben nochmal Naturally Delicious Number One Zutat Rind. Neu. Warum ist das Englisch? Was ist denn das her? Was im Ausland wieder? Ist aus Prag oder was? Dann nochmal Crispies mit Lamm- und Gemüsegeschmack. Das klingt schon wieder so undankbar. Ich frag doch nur. Ich höre mich halt immer so böse an. Knabber Mix Original mit Huhnleber und Truthahngeschmack. Oh, ich muss gleich niesen, Adi. Aber noch halte ich es aus. Moment, noch geht's. Dann nochmal Mini-Filet, Mini-Filetti, leckere Hühnchen- und Lachsstückchen, 90% fleischige Snacks. Warte, ich glaube, du hast mehr als ich. Knabbermix, Hof und Wiese mit Ententruthahn und Kaninchengeschmack. Das war aber auch keine Beschwerde. Selbst wenn man einfach nur ein Tütchen Knabbermix schickt für einen Adi, dann ist das doch auch was wert, ne? Knabbermix.
Milchmäulchen mit leckerem milchköstlichen Joghurt und herzhaften Käsegeschmack. Herzhafter Käse. Ich sehe kein richtiges Konzept hier gerade, muss ich sagen. Wir gehen mal hier rein, denn jetzt sehe ich ein Konzept. Wir haben eine Wild Crocodile Exotic Cola. Cola und... Das ist ja auch wieder gemischt. Also, noch eine Flasche von dieser Limonade von Wild Crocodile als Exotic Cola. Und Exotic, das ist nämlich Erfrischungsgetränk mit Cola und Kalamanis-Geschmack. Wer weiß, was Kalamanis ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten stelle ich es jetzt mal da hinten hin. Tu das mal weg und das hinterher und das tue ich auch weg. Da habe ich jetzt eine Dose drin. Eine Dose Balis Cranberry Rosmarin Cosmo. Pur oder zum Mixen? Was zum... Habe ich gerade an Rossmann gedacht? Pur oder zum Mixen? Cranberry Rosmarin. Ach, nicht Rossmann, Rosmarin deswegen, weil da Softdrink, okay, zum Mixen. Kannst du mixen? Für irgendwelche Cocktails? Kannst du so trinken? Wieder besondere Geschmäcker, wieder Cranberry und Rosmarin. Also vielleicht kannst du es dir auch auf die Pizza drauflegen und kannst dir da einen Pizzadip mitmachen. Ein zweites, auch von Balis. Boah! Basil? Balis? Basil? Balis? Achso, Cosmo. Ja. Das ist Balis Cosmo und das ist Balis Basil. Balis Basil ist mit Basilikum und Ingwer. Basilikum, Ingwer. Okay. Basil, Basilikum, kann ich verstehen. Cosmo als Cranberry und Rosmarin hätte ich halt. Weiß ich nicht. Hätte ich nichts gemacht, egal, geht mir nichts an. Dann haben wir Felix Knabbermix noch. Drei Käse hoch. Den tun wir auch dahin. Jetzt fällt gleich alles runter, weil die ganzen Tütchen aufeinander rumrutschen. Ob es noch die nächste Dose gibt, auch wieder von Cosmo Basil Dings. Nein, wir haben jetzt erstmal Lohilo Unicorn Dreams Berries. Beauty Lover. Also Einhornträume. First in the World Collagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Sparkling. Es ist mit viel Koffein wahrscheinlich. 5000 Milligramm Collagen. Frei von Zucker, Beauty Lover, also auf jeden Fall eine ganze Dose voll Chemie, was wir bei Ramses Kitchen ruhig mal testen können und gucken, ob wir es überleben. Oh, jetzt hier. Wild Crocodile Crazy Lime. Ein Wild Crocodile mit Zitronen, Limetten, Geschmack und Ingwer-Extrakt. Die haben es aber mit Limette und die haben es auch mit Ingwer, oder? Überall ist Ingwer und Limette drin und zur Limette noch Zitrone. Die Farbe sieht auf jeden Fall gut aus. Aber wenn ihr nicht weiß, warum das jetzt... Ja, warum das jetzt lila ist. Ich meine, weder Limette noch Zitrone noch Ingwer sind lila, aber das ist halt einfach eine crazy Lemonade und deswegen ist sie halt jetzt einfach lila. Mann, was ist das? Carpe Diem Kombucha Classic. Ist das das, was The Bo hatte? Die Bo Challenge, Kombucha zu trinken, weil das auch fermentiert ist. Ich kenne fermentiert dann immer nur so Brottrunk. Dann ist es auf jeden Fall stark, weil ich habe das nicht gesehen. Bei uns gibt es auch kein DM oder irgendwas, was der da hatte. Gut, in München gab es ein DM, habe ich gar nicht dran gedacht. Carpe Diem Kombucha Classic, kennt ihr das? Falls das das ist, dann ist das für eine Challenge, ob man es schafft, eine Flasche Kombucha zu trinken, weil das wohl auch sehr extrem säuerlich ist durch die toten Bakterien, die da tot sterben und so Zeug. Dann haben wir Don't Be Thirsty, Be a Little Tutti Frutti, Teegetränk mit Tutti Frutti Geschmack. Von wem ist diese Marke schon wieder? Don't be thirsty. Du sollst nicht durstig sein. Es gibt den Dirty und den Brati und den Hoodie und alles. Und jetzt gibt es den Thirsty. Sei nicht durstig, sei ein kleines Früchtchen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist aber, glaube ich, die einzigste Teepackung, die ich hier sehe. Ist wieder typisch in diesem Pappkarton. Jetzt kann ich es mal hier oben reinlegen, weil der Katzer nicht mehr da ist.
also auch für Ramses Kitchen wahrscheinlich, dann eine Dose Frühkölsch. Wir haben ja schon das große Kölsch-Tasting gemacht von Genaya damals. Das hat mich immer an Campino erinnert, fand ich immer gut. Die habe ich immer dann genommen für Montag zum Trinken bei Chill mit Ramses. Dann haben wir das Reisdorf-Kölsch. Das ist auch ein Dauerbrenner-Star-Gast, den wir hier haben. Das Reisdorf-Kölsch. Wir haben das Gaffel-Kölsch, wie wir hier sehen, seit 1908. Das haben wir auch schon öfters am Montag dann getrunken und auch Biertastings gemacht. Wir haben ein zweites Gaffel-Kölsch. Schon ist ein Montag Chill mit Ramses gesichert, weil wir jetzt zwei gleiche Dosen haben. Gaffel-Kölsch. Versteht ihr das Prinzip? Welche Biere man nimmt für Montag und welche man für Ramses Kitchen nimmt. Rich Modis Kölsch, auch super Dose, gefällt mir auch richtig gut vom Design her. Gerade mit diesem Pferdchen drauf, diesem Logo, diesem Wappen. Haben wir auch getastet im Kölsch Tasting. Wir haben eine zweite Rich Modis Kölsch. Die wird es also dann auch mal an einem Montag geben. Dann haben wir... Es geht nicht auf, weil es sind, wir haben ja zwei Sorten, aber wir haben noch drei Dosen. Wir brauchen von jeweils einer noch das Gegenstück. Reisdorf-Kölsch. Da haben wir das Gegenstück für die. Fehlt nur das Gegenstück zum Früh-Kölsch. Oh mein Gott, jetzt geht's doch wieder auf. Ich habe nämlich nur was anderes gefunden. So, das Früh-Kölsch Gegenstück jetzt auch da und... Wir haben noch eine Sorte von Wild Crocodile Tropical Orange. Orange mit Passionsfrucht mit Kokos. Kokos, Orange, Passionsfrucht. Also das ist cool. Die Limonaden werden auf jeden Fall in einem Tasting gemacht und wahrscheinlich dann wieder in Badlands Chucks Manier am Ende zusammengemischt und aus einem Becher getrunken. Das sieht gut aus. Die habe ich nicht gekannt. Eine bunte Vielfalt. Hier ist sonst nur noch Zeug drin. Das Zeug werfen wir mal hier rein. Damit ihr seht, wie man das Zeug hier reinwirft, zeige ich auch mal, wo die Katze mittlerweile gelandet ist. Die Katze ist jetzt plötzlich hier in der Badewanne. Guckt wie ein Vampir und kriegt jetzt hier das restliche Papier noch ab. Adi Schatz, alles Gute. Was machst du da drin? Setzt du dich jetzt hin? Gehst du jetzt zurück? Gut, dem Adi gefällt's. So muss die Wanne aussehen. Dann ist auch die Katze froh. Ich hoffe, er benutzt es nicht als Katzenklo. Und dann passt das alles. Dankeschön also an Genaya für diese große Geburtstagsbox. Mit ganz viel Tastings, mit viel Vorrat für Montag, mit Tastings für Ramses Kitchen, mit Schaljenge dabei, mit ganz viel Futter für Adi. Den kann ich ja gleich mal was aufmachen, mal was probieren lassen. Ich werde die ganzen Tüten sonst nicht los, weil der immer so viel und dann hier und da. So, dann muss er alles mal verbrauchen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Dankeschön nochmal.